Mikro. Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren wunderschönen Samstagabend hier auf Twitch mit euch, mit mir und mit Rissen. Ja, ich glaube, soweit so gut, wie ich das alles auch begutäugen kann, klappt das recht gut mit der 27b Auflösung, ne? Für YouTube nicht unbedingt, ich weiß schon, ja, wenn ich mich vor allem so bewege, ne, dann kräselt es doch noch im Hintergrund ein bisschen. Hoppla, Entschuldigung. Aber besser wird es leider nicht. Es ist auf Twitch, kann man sagen, ist gut. Aber weil eben das kleine Bild größer gezogen wird, ja, kann es eben, schaut es halt verpixelt aus. Das ist halt, bei mir geht es halt dabei nicht anders. Da ich eben internettechnisch nicht auf 1080p streamen kann, wie ich eh schon erklärt habe, ich hoffe ich trotzdem, dass 720p euch gut gefallen tun. Jo. So, wo sind wir denn stehen geblieben? Richtig, wir sind weiterhin auf der Suche nach unseren Titanen-Lord-Rüstungsteilen, damit wir OP sind und gegen den Feuerlord kämpfen können. Feuerlord, Feuertitan, Entschuldigung, kämpfen können. Wir haben es auch geschafft hier die Brücke, den Weg hier zu öffnen, uns zu bahnen und ich zücke gleich mal mein Schwert. Für den Fall der Fälle, dass mich wieder was anhüpft, aber dabei schaut es gut aus und Licht wäre halt nicht schlecht, ne? Dann mach mal Licht. Mit Magie. Mit Magie. Wie lange macht man heute mal so nebenbei? Ich habe mir wieder vorgenommen, dass wir wieder... Magie wirkt ja nicht. Ach ja, natürlich. Da geht nichts. Magie. Richtig. Wegen diesen depperten Kristallen da. Da müssen wir mal die Fackel nehmen. Oder? So hält sich's aus. Ach, scheiß drauf. Dummer Spahn. Was wollte ich sagen? Ich möchte heute, wenn es wieder geht, wenn es passt, wenn wir keine technischen Problemchen kriegen, ja, möchte ich gerne wieder bis 1 Uhr das Ganze machen. Also insgesamt dann 4 Folgen für YouTube. Zu je 1,5 Stunden wieder, circa in etwa, plus minus ein paar Minütchen. Ich habe jetzt auch gar nicht so kontrolliert, ob es wirklich gepasst hat, die letzten 4 Parts. Keine Ahnung. Huch, Entschuldigung. Schwert einstecken und den Ring hier benutzen. Hat sich da jetzt was getan? Ich hoffe, dass da drüben eine Tür auf... Ah, ich glaube, da drüben ist eine Tür aufgegangen. Was wollte ich sagen? Ja, wie gesagt, ich hoffe, das hat so einigermaßen gepasst für euch, lieben YouTube-Leute. Und ja... Gehen wir es an. Ich speichere hier mal, falls ich den Sprung hier nicht hinbekomme, was mir nie passieren tut. Heureka! Schau, haut eh hin. So, was haben wir denn da alles Schönes? Da zahlt sich's wieder aus. Da können wir eine Fackel nehmen. Ja, natürlich nicht, wenn ich Schwert nehme. Ich Schlaumeier. Wohin zuerst? Da oder dort? Ich glaube hier zuerst, ha? Lebt hier irgendwas? Nein. Dann haben wir da, was haben wir da? Ein Rubin. Ein schöner Rubin. Den schenke ich dann unserem Frauchen zur Hochzeit. Oh, oh. Wieder staubt's da, ne? Aber immerhin 247 Goldmünzen, ein paar Pfeile, ein paar Bolzen, eine Halskette, ein Heiltrank, einmal Witz erzählen und zweimal kleiner Rubin. Nehmen wir alles mit. Ah, da sehe ich noch ein Ringelein. Wozu ist der? Bist du auch ein Schalter? Nein. Du vielleicht? Nö. Sonst ist da nichts mit Schalter. Na, schaut nicht so aus. Schaut nicht so aus. Jo. Heute bin ich auch schlau gewesen. Heute habe ich den zweiten Bildschirm, den ich mir von meinem Freund immer ausborg, ein bisschen näher herangerückt. Jetzt kann ich besser lesen. Jetzt muss ich nicht mehr so weit drüber glubschen, weil da war ja einen halben Meter weiter drüben. Und wenn die Schrift so minifuzzi klein ist, kann ich sie so aus der Position hier kaum lesen. Ist da wieder eine Falle? Schaut aber nicht aus. Die Winde werden wir benutzen. Die Winde. Schaut nicht so schlecht aus. Ich kontrolliere das immer gerne ein bisschen da drüben. So. Ich habe immer Angst, dass da wieder... Oh, ein Hebelchen. Ja, den nutzen wir doch gleich, oder?
grummelt hier alles so komisch. Ah, da sind wir. Oh, schön. Heißt das, wir haben da geöffnet? Ja, Tag der offenen Tür. Speichern. Unbedingt speichern. Das wird wieder ein Glückskampf. So. 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 Jo. Das wird wieder ein Glückskampf. Wie viele sind es denn? Einer? Einer. Zwei. Da hinten ist noch so ein Gratler. Hallo, du Würstel. Hallo, nö. Weg, weg, weg. Weg, weg, weg. Jawohl, sauber gemacht. Weg, weg, weg. Ja. Ja. Wow, weg, 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 weg. Ja. Alter, du Sau. Mistfink. Fast, 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 fast. Wow, jawohl, das war schön. War schön. So, her mit dem Zeug. Wir bekommen 4 Zähne, das passt wunderbar, und einen Knochen. Wie gesagt, das sind immer unsere Dritten, ne? Das ist mir auch jetzt glatt mal ein Süfflein wert. Ja, was bleibt mir anderes übrig, ne? So schwer verletzt, wie ich bin. Und ein Speichern, ganz wichtig. Ganz wichtig. So, ja. Und weiter geht's. Da ist nämlich noch so ein Gratler. Und der muss ja auch dran glauben, dass wir hier weiter können. Aber so könnte es funktionieren. Servus. Iwisch. Wusch. 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 Zurück, zurück, zurück. Wow. Wow, zurück, zurück. Au. Jetzt hat er sich nicht mehr so susch. Au, au. Okay, dann überleben wir nicht. Das überleben wir nicht, glaube ich. Nicht getroffen, gescheit. Na, das ist nicht gut. Das war nicht gut. Nein, ganz und gar nicht. Du Schlingel. Gerade vorher hat er so sauber gemacht und jetzt schon. Nö. Aber das, ich glaube, der enge Raum ist auch schuld. Da trifft uns das Saufig besser. Naja. Ein bisschen rausziehen hier, dann haut er schon hin. Servus, du Gratler. Komm doch mal mit. Bitte hierher. Ausweichen. Wow, was war das jetzt gerade? Ja. Aber das Viech ist auch so verdammt schnell, ne? Alter, du Drecksviech. Lass dich von mir nicht verarschen, ne? Ja. Ja. Alter. Wow, falsche Richtung. Ja, ja, war klar. Das war jetzt auch dumm gespielt von mir. Mist, ey. Vorher so schön und jetzt wieder Kacke. Meh. Nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Ich lasse die Fackel da liegen. Dann muss es da oben auch gehen. Na, wahrscheinlich eher nicht. Hallo, du Gratler. Kumpa? Ich glaube schon. Freilich, Kumpa. Wow, weg, 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 weg. Ja, ja, natürlich. Hat er nicht genommen. Nö, wieso denn auch? Weg, weg. Alter. Ja, ja. Ja. Hey, das hätte ich gar nicht treffen dürfen. Das ist echt komisch. Das hätten wir jetzt gar nicht treffen dürfen, ne? Und der visiert auch so komisch an. Ich weiß ja nicht so recht, was mit dem jetzt ist. Aber das Schwert ist auch zu langsam. Das ist gerade, das ist echt ein Problemchen. Wenn ich schneller schlagen könnte, dann wird das auch besser funktionieren. Aber mit dem Schwert, das macht halt kaum Damage, ne? Das dauert halt umso länger, der Kampf. Oh, wisst, machst du das verkehrt? Na los. Das gibt's ja nicht. Jetzt schnell fail ich da rum, muss das sein? Halt das an. Ja. Alter. Na mach! Schlag zu! Du Trottel!
Ja, reicht nicht aus. Keine Chance. Ja, das interessiert nicht. Ja, keine Chance, ne? Jetzt war er zu langsam wieder. Jawohl, ein paar Glück gehabt. Übles Glück. So, schnell was saufen. Und ein kleines noch nach. Ja, das kann man lassen. Und speichern wieder. Ganz, ganz dringend speichern. So, fortsetzen. Meine Fackel holen. Die ist natürlich wieder am Ende der Welt. So, komm her. Fein. Huch, dann kann sie ja schon weitergehen. Sehr gut. Haben wir hier irgendwas? Ja, eine Kiste. Die machen wir gerne auf. Bist du verschlossen? Na, Glück. 443 Goldmünzen. Eine Titanenarmbrust. Rüstungsteil, da haben wir es schon. Arm- und Beinplatten von Ursegors Rüstung. Wenn ich die anderen Teile habe, kann ich sie neu schmieden lassen. Super. Zwei Heiltränke, ein großer Mana-Trank, zwei Mischtränke, also wieder mit Mana und mit Lebensenergie und einmal Verwandeln in Nautilus. Zwei Teile fehlen uns noch. Boah, dann haben wir die auch schon fertig. So, können wir hier... Ja, wir schlagen Dieser die Wand ein. Stein sieht brüchig aus. Dann passt das schon. Einfach mal die Wand einschlagen. Da. Doin. Fein. Ist da jemand? Das schaut gerade komisch aus. Ich dachte, ich wäre ein Loch für Nautilus und so, ne? Ah, automatisch gespeichert. Das ist auch nicht schlecht. Aha. Ein Hebel. Waren wir hier schon? Schauen wir was nach. Ja, da waren wir schon. Okay. Wo? Wie genau? Vor allem wo jetzt raus? Da geradeaus, ne? Normalerweise raus, warte, ich speichere mal. Ich speichere mal kurz. Und dann wird wer gut auf die Karte schauen. Wir haben hier eine Karte bekommen. Warte mal kurz. Karte, bla, Wasserfall. Das hier, ne? Ich glaube schon, dass es da rausging. Da runter. Ich glaube, da müssen wir schon durch, ne? Wow, wow. Schaffen wir das? Schaffen wir das? Schaffen wir das? No, schaffen wir nicht. Das geht ohne Sprint zu, nicht. Wegen die Bar, ne? Wobei, ich probiere es nochmal. Das waren jetzt echt nur 2 cm oder so. Vielleicht mit durchhüpfen. Ich glaube, wenn man hüpft, ist er schneller. Wartet mal. Besseres Timing. Komm. Und? Jawohl. Jetzt sind wir wieder da. Ich habe keine Ahnung, wie viel man hier rauskommt. Rausporten wäre das Liebste. Ja, das war wieder schlau, ne? Geradeaus und dann raus. Von der Seite hätten wir es wahrscheinlich auch. Na, hätten wir es nicht geschafft. Da so. Eventuell schon. Ja, toll. Irgendwie. Mit levitieren wieder. Dann kommt man hier raus. Das muss schon stimmen. So, freilich. Na, falsche Taste. Magie. Levitation. Wo ist es denn? Habe ich überhaupt noch eins? Ich glaube, ich habe gar keins mehr, oder? Levitieren. Da habe ich, glaube ich, schon alle verbraucht, ne? Schlau, wie ich bin. Super. Wie kommen wir da jetzt durch? Geht vielleicht irgendwo ein Schalter oder so auf der Seite. Hebel, Hebel. Wo
Wofür ist eigentlich der Ring? Und der Hebel da? Der war jetzt nur für die Tür, ne? Freilich. Na, ist kein Kombischalter sozusagen, dass dafür die Stacheln weggehen. Ich hatte gehofft, dass es vielleicht hier so oder hier, dass die Tür hier zugeht, dafür die Dinger verschwinden. Scheißendreck. Jetzt komme ich da gar nicht mehr raus. Der Ring ist aber sonderbar, echt. Mist. Das war so jetzt nicht geplant. Jetzt muss ich gerade schauen, ob ich hier noch durchkomme. Irgendwie. Ich muss es probieren. Das ist einmal echt blöd gelaufen. Der Hebel hier. Kommt wahrscheinlich auch was runter, ne? Ach ja, jemine. Heureka! Ich probiere mal was. Kann man hier irgendwie weg? Wenigstens über Umwege. Nö, ne, da kommt man nur. Ach, ist das doof. Scheißendreck. Das ist eine blöde Geschichte. Wenn ich jetzt wüsste. Natürlich schaffe ich den Sprunggranat. Ist logisch. Ganz logisch. Das ist jetzt echt blöd. Wie komme ich da jetzt weg? Wieso gehen die Stacheln nicht weg? Das ist so unfair. Das ist gerade richtig gemein. Wofür bist du eigentlich? Sieh, komm mal runter. Freilich. Warte, ich probiere trotzdem was. Vielleicht, wenn ich den Schalter aktiviere, vielleicht sind dann die Stacheln weg. Das ist echt blöd. Ich habe kein Dividieren mehr. Das taugt mir jetzt gerade überhaupt nichts. So. Das ging sich aus. Gut, ich probiere es nochmal. Na, scheiße, die sind immer noch da. Aber wofür der Ring ist, kann mir auch keiner sagen, ne? Mach mal alles zu, vielleicht tut sie dann was. Das hat es gerade ausgeschaut, als wenn sie sich bewegen würden. Geht Dreck. Na, das ist alles für A und F, was ich da mache. Schlecht. Sehr schlecht. Jetzt muss ich irgendwie mal einen Plan B oder so suchen. Warte mal, ich probiere jetzt mal da lang zu gehen. Vielleicht kann ich das umgehen. Na, natürlich nicht. Kann man es mit der Nautilus-Verwandlung? Ist das scheiße. Ah. Ich brauche einen Hammer. Was? Dein Ernst jetzt? Was jetzt, Buggy oder was? Papagi, da soll meiner mitkommen, echt? Naja, gut.
Gut, haben wir geschafft. Passt. War doch der Ring. Komisch, echt. Naja. Wir können hier verschwinden. Was uns gerade sicher sehr lieb ist. Aber nur unten raus, ne? Wieder. Da drüben haben wir alles gemacht. Mein Gott. Ich habe mich gerade vom Hund erschreckt, Alter. Dieser Hund, echt. Ah, dieses unangekündigte Bellen ist echt zu viel für meine Nerven, ey. Na. Ja. So, wohin? Wohin? Ah, das war hier. Genau. Passt eigentlich. Können wir uns gleich hier runterstürzen lassen. Jui. Und können wir hier gleich verschwinden. Hervorragend. So. Yeah. Aber jetzt. Wohin als nächstes? Boah, ist hier finster draußen. Verdammt, da bist du ja endlich. Ja. Warum hat das denn so lange gedauert? Naja. Naja, jetzt bist du ja da. Und? Warst du erfolgreich? Ja. Ich habe gefunden, was ich hier an der Westküste gesucht habe. Jo. Ich habe gefunden, was ich hier an der Westküste gesucht habe. Wirklich? Was ist das denn? Ein Teil des Rüstzeugs eines mächtigen Kriegers. Aus längst vergangenen Tagen. Aha. Und was ist an dem alten Kram so wichtig? Es wird mir hoffentlich gegen das Übel helfen, das aus dem Vulkan auszubrechen versucht. Aber es ist ja nur ein Teil einer Rüstung. Wie willst du das Ding wieder ganz bekommen? Ich werde zu Eldrick, dem Druiden, gehen. Er hat mir schon mal geholfen, etwas zu reparieren. So, so. Eldrick. Naja, du scheinst ja zu wissen, was du tust. In Ordnung. Ich gehe dann mal in die Welt, also die Welt retten. In Ordnung. Ich gehe dann mal die Welt retten. Das kannst du am besten. Und wenn du damit fertig bist, hauen wir hier ab, ja? Du meinst, ich soll dir helfen, den restlichen Kram deines Vaters zu finden? Vielleicht. Es würde sich für dich lohnen. Ja, da bin ich mir sicher. Ich muss erstmal das Debakel da unten im Vulkantempel überleben. Dann können wir weiterreden. Ja, das will ich auch hoffen. Denn sonst, naja. Ja. Ach, nichts. Komm einfach wieder, okay? Ich muss jetzt gehen. Du weißt ja, wo du mich findest. Wenn du... Viel Glück, mein Held. Die Kleine steht auf uns. Hast du noch irgendeinen Tipp für uns, vielleicht? Jetzt geh doch endlich und bring diesen verfluchten Vulkan zum Schweigen. Jawohl, Gnädigste. So. Da waren wir jetzt. Da sind wir jetzt, da waren wir jetzt. Ich würde sagen, ich schaue noch ein Stückchen darunter. Nur weil es mich mal interessieren tut, weil es ist so dunkel. Gibt es hier vielleicht ein Bettchen oder so? Für einen müden Reisenden, wie wir es sind? Ich will nur mal darunter schauen. Vielleicht gibt es da unten noch ein paar Echsentypen. Erstens wegen Erfahrungspunkte und zweitens eventuell ein Teleportstein. Ich glaube, da unten fehlt mir sogar noch einer. Für da unten. Dann Vasallenringe brauchen wir auch noch und ich sehe absolut rein gar nichts. Da ist so dunkel. Warte, haben wir den schon? Nichts zu holen. Haben wir schon. Da ist so zackenduster hier. Mir wird sicher gleich was anhüpfen. Eine Minze. Ich bild mir ein, da unten war man noch nicht. Zeh fix. Oder doch? Ich nehme vielleicht mal die Fackel. So, ist besser. Ist besser. So. Jetzt sind wir dann eigentlich schon bei der Küste. Da waren wir jedenfalls noch nicht. Gut, aber wir sammeln mal ein, was wir hier bekommen können, tun. Münzen und Münzen, genau, Muscheln vor allem. Hier gibt es sicher haufenweise Muscheln. Kann ich mir halt vorstellen. Oder auch nicht. Zumindest ist hier mal ein Schiff. Einen Nautilus haben wir da. Zack. Nehmen wir mit.
Ein Hering. Sehr gut. Da haben wir eine Truhe. No. Zack. Jawohl. Dann hier ist noch eins. Zack. Passt. Nehmen wir alles mit. Das ist gerade ärgerlich, dass es so dunkel ist. Und weit und breit kein Bett. Ja, kann man nicht schlafen. Gut, ja, war klar. Na also. Jawohl. Wir haben 60 Goldmünzen, einen Ring mit maximalem Mana, eine Fackel und Schwertspitze. Schwert, die abgebrochene Spitze eines Zweihänders. Wenn ich den anderen Teil habe, kann ich es vielleicht neu schmieden. Aha, nehmen wir alles mit. Seelentrinker. Mhm. Okay. Vielleicht finden wir den zweiten Teil mal irgendwo an. Ist sicher nicht schlimm. Verkehrt. Schlimm auch nicht. Die Nautilus haben wir erledigt. Genau, die war die Bedrohung für die Insel. Jetzt haben wir das Spiel geschafft. Goldbeutel. Noch mehr. Einen Trank. Das schaut aus, wie wenn da mal ein Pirat oder so, ne? Rum, Grog. Schaut piratenlastig aus, ja. Schaut nach Piraten aus. Das wird wahrscheinlich Romanov und seinen Leuten gehört haben. Kann ich mir halt vorstellen. Da ist auch was. Eine Muschel. Sehr gut. Eine Nautilus. Und tschüss. Irgendwie ist es total sinnlos, diese armen Viecher umzuhauen. Aber 10 Erfahrungspunkte und so, ne? Oh, schau. Was haben wir denn da? Willst du schlafen? Ich glaube, der hat gerade geschlafen. Oh, da ist noch sonst. Ja. Da hinten ist, glaube ich, so ein Wurm, ne? Ja. Au. Der hat mich noch getroffen beim Sterben, hat er mich noch erwischt. So, ich muss mal speichern. Das ist mal ganz, ganz wichtig, weil wir doch schon ein Stück vorwärts gekommen sind. Da war da mal irgendwas? Ich habe es vergessen, ehrlich gesagt. Noch eine Muschel. Da haben wir noch mehr Muscheln. Noch mehr, ein paar Nautilus noch. Hering. Noch ein Hering. Noch mehr Hering. Nautilus und noch eine. So, nehmen wir gerne mit. Knochen, ja, kann man immer gebrauchen. Denn das ist den guten alten Ersatzknochen. Da ist einiges an Federvieh. Hat schon seine Vorteile, wenn man das nachts hier herumstreunt. Treffen muss man halt können. Sag einmal, reicht da einfach aus? Gehört sich das? Nein. Unverschämtheit. So, das nehmen wir mit. Das looten wir alles aus. Da drüben ist, glaube ich, noch so ein Dings. Ich glaube, hier waren noch schwarze Wölfe oder so irgendwas. Ich kann mich dunkel erinnern, dass ich mich hier mal schwer getan habe. Aber ich weiß gerade nicht mehr warum. Irgendwas ist da noch. Ich glaube, das sind schwarze Wölfe gewesen. Oder sowas. Au. Ja. 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 So, der ist erledigt. Freude hat er gleich einen Luftsprung gemacht. Ich habe es ehrlich gesagt voll vergessen, was hier war. Ja. Ich glaube, da waren nur mehr Würmer, ne? Ja. Oder es könnten sich auch Moorleichen hier eventuell befunden haben. Ja. Ja,
er das? Au! Nein, würdest du jetzt bitte sterben? Wenigstens der hinter dir. Komm her. Au! So. Her mit dem Graffel. Sehr gut. Mal kratzen. So. So. Mal lupen. Tschüss. Tschüss. Und dann ist schon wieder stockdunkel. Hallo, hallo. Ja, ja, du kommst auch dran. Siehst du? Geht ja. Ich brauche Licht. Nehmen wir noch mal eine Fackel. So ist gut. Speichern wäre auch nicht schlecht. Hui, so. War da gerade ein Kraut? Tatsächlich. Da ist ja noch mehr von den Viecher. Tschüss. Ich werde einen kleinen Trank mal zu mir nehmen. So, ja. Die Fackel nehmen wir mit. So, schön die Pilze. Die Pilze einsammeln. Ja. Ja, ich wusste es doch. Schwarze Wölfe. Der erste ist weg. Der zweite ist weg. Hm? Na, wo ist denn der? Hallo? Ich will looten. Ah, da unten schwimmt er. Hat sich mal ein Bad gegönnt. Hatte schon so gestunken. Das Kraut nehmen wir gerne mit. Das ist ein Pilz. So. Perfekt. Da drüben war, glaube ich, auch noch irgendwas. Da. So. Ein Wölfchen, jawohl. Ja. Passt, der ist erledigt. Na, so ist gut. Mit Salto. Vorbildlich, sehr sportlich. Ah, fein. So. Oh, da ist noch einer. Passt. Drei. Ja, damals war ich, damals hatte ich diese Rüstung noch nicht, als ich privat gezockt habe und mich hier ein bisschen umgeschaut habe. Und die drei Wölfchen haben mir das Leben hier ganz schön schwer gemacht, muss ich sagen. Die haben mir sämtliche Vorräte aufbrauchen lassen. Aber ich habe sie platt gemacht. Da habe ich mich durchgebissen. So, haben wir hier irgendwas? Nein, da ist nur Wand. Gut. Dann kann man sagen, hier ist dann quasi nichts. Das ist ja schon fast traurig. Oh, da haben wir noch was. Passt. Und eine schöne Truhe, die nehmen wir auch gern mit. Jo. Ha, richtig geraten. Sehr gut. 60 Goldmünzen rum und ein kleiner Diamant. Nehmen wir gerne mit. So, wahrscheinlich von Swarovski. Ein Swarovski-Kristall, genau, Smaragd meine ich. Was? Diamant. So, jetzt habe ich es. Ja, ich kenne mich mit Edelsteinen gut aus. Freilich. Wer nicht? Hey, spinnst du? So. Das hat gerade komisch ausgeschaut da hinten. So. Meine Haare kitzeln mich im Gesicht. Die kitzeln mich. Jo, ich glaube. Irgendwie ist da nichts. Da geht's nur wieder zurück zum Wasserfall, ne? Da waren wir eh schon. Da habe ich mich vom Schatten erschreckt. Das Einzige, was wir machen können, ist da hinten den Felsen da rauf zu klettern, so gut es geht. Da gibt es, glaube ich, noch ein paar Sachen zu mitnehmen, ein paar Kräuter und so. Aber dann sind wir hier fertig. Nun, dann bleibt uns eigentlich nur noch die Ostküste, glaube ich, also die andere Seite.
der Insel, um dort die restlichen zwei Rüstungsteile zu finden. Da ist nichts. Da haben wir was. So, Horuk. Und wenn wir das geschafft haben, dann können wir auch noch Patty helfen. Der Guten. Alter, hoch da mit dir. Ogerwurzel. Oh ja. Geht's hier noch weiter rauf oder sind wir jetzt fertig? Ich glaube, das war's, ne? Schaut zumindest so aus. Tun da immerhin eine Ogerwurzel noch, ne? Da würde ich sagen, wir porten uns gleich weg. Uff. Aber wohin? Ich würde sagen, zur südlichen Ruine. Die südliche war es, glaube ich. Südwestlich, südöstlich, Vulkan, westlich, südliche. Dort, wo die Vulkanfestung also ist, ne, unterhalb. Wo das Revier, sage ich mal, von denen beginnt. Und wir gehen andere Seite rüber. Boah, es ist so dunkel. Bin gerade am Überlegen, ob ich da schnell schlafen gehe. Ich glaube, das wird besser sein. Boah, ist da finster. Wartet kurz. Lass dich hier raufhüpfen, bitte tun. Ja, dafür sieht man den Vulkan recht gut. Ich will schauen, ob ich schnell ein Bettchen irgendwo herkriege. Servus. Ich will mich nur ganz schnell aufs Ohr legen. Ist hier zufällig ein Bett frei? Nein. Vielleicht kann ich mich hinten reinschmuggeln. Da ist was. Ich habe es gerade nicht gesehen, Entschuldigung. Voll hängen geblieben. Einfach hier kurz schlafen gehen. Bitte? Ja, geht. Gut. Er hat es nicht mitbekommen. Bis zum nächsten Morgen. Boah, schön. Erzähl mal endlich wieder was. Schon besser. Sehr viel besser. Hallo. Und speichern selbstverständlich. So. Passt. Dann würde ich sagen, wir erkunden jetzt mal die ganze drübere Seite da so. Da werden wir auch die beiden anderen Teile bestimmt finden. Also die Rüstungsteile und einen Haufen Gegner. Das, hui, das wird sich nicht vermeiden lassen. Na, das schaut nur aus, als wenn man mitnehmen könnte. Servus. So, dann würde ich sagen, die Richtung hier. Es wird hier sicher wieder den einen oder anderen Echsenmenschen geben. Das ist leider ganz normal. Wir könnten noch mal darunter schauen. Ich zücke schon mal meine Waffe. Das könnte sonst ein Schuss in den Ofen werden. Gut, hier krebst mal keiner rum. Vielleicht mal unten schauen. Vielleicht mal mit der Torwache und so reden. Vielleicht hat noch irgendjemand einen Tipp für uns. Da. Der mag etwas. Eine Sichel. Die war sicher von einem der Gnome. So. Dann hatschen wir halt. Könnte auch sein, dass hier gar nichts ist, ne? Ich hier quasi. Na, freilich ist da wer, schau. Echsendeppen. Was ist wieder mal Pflicht? Speichern, richtig. Na, du Echsentrottel. Ja. Mit oder ohne Anführer. Wow. Wow. Ja. Wow. Boah, der war schön. Der war echt nicht schlecht. Und ich sehe schon, da drüben ist der zweite. Da unten ist der dritte. Da ist irgendwas. Anführer, ne? Na, nur ein Krieger. Aber da kommt er schon. Wow. Okay. Wow. So, da ist der Anführer. Jawohl.
sauber getroffen. Mhm. Ja. Ja, da ist eine Aschebestie, man hört sie. Eine Aschebestie. Wow. Die Anführer der Echsenkrieger. Ich glaube, wir haben da was geschafft. Echsenkrieger um die Stadt herum, ne? Eliminiert oder so. Hallo? Das ist supi. Na? Komm. Wow. Sehr schön. So. Perfekt. Dann haben wir, das werden wir speichern. Das lief gut. Ausgesprochen gut. Selten, dass sowas ist. Also, wieder Waffe zücken. Da ist noch so ein Echsenmensch-Gradler. Sie gefällt, Alter. Die müssen da ja was bewachen, oder? Das schaut schon wieder hochverdächtig aus. Hallo, du Gradler. Ja. Bam. Bam. Ja. Zack. Wow, schön. Ich glaube, die sind demotiviert heute. Ich glaube, die sind einfach... Aua! Die sind, glaube ich, einfach demotiviert. Schau mal, wie der umfällt. Der hat einfach keinen Bock heute. Verstehe eh. Der hat am Samstagabend das Beste vor, sich hier von uns vermöbeln zu lassen. Da fliegt er. Hui. Sehr gut. Schön. Ist da vielleicht noch ein Gradler? Nein. Derweil nicht. Passt. Gesäubert. Schön. 2×500 Erfahrungspunkte. Das ist echt gut. Oh yeah. Das ist wirklich gut. Reden wir doch mal mit ihm, oder? Vielleicht... Hallo? Hey, hast du schon gehört? Hm? Der Don ist wieder da. Mhm. Aber das wusstest du wohl schon. Ja. Naja, ich krieg hier draußen ja nicht so viel mit. Lass mich rein, ich bin für den Inquisitor unterwegs. Lass uns handeln. Taschendiebstahl. Kannst du mir sagen, wie ich zur Vulkanfestung komme? Siehst du den Weg da hinten, der die Felswand entlang führt? Du musst immer diesen Weg hinaufgehen und dich dann leicht rechts halten. Der Weg führt dann den Berg hinauf bis zur Festung. Danke. Lass uns handeln. Lass uns handeln. Vielleicht hat er irgendwas Brauchbares. Nein. Aber er könnte unsere Sachen da nehmen. Er könnte uns das abnehmen. Die Darnstab werde ich noch behalten. Ich würde sagen, können wir stehen lassen, so. Kriegen wir ein paar Münzen. Bitteschön. Die Firma dankt. 4D. Gut. Dann würde ich sagen, nochmal speichern. Weil es, wie gesagt, so gut lief. Jo, und fortsetzen. Und dann gehen wir mal ein Stück da hinten rauf. Und schauen uns dort mal um. Uns fehlen auch noch 3 Teleportersteine. Müssen alle da drüben sein. Von der Seite müssen wir, denke ich, schon alle haben. Glaube ich. Hoffe ich. Wir werden es noch herausfinden, keine Sorge. Aber ich bin mir recht sicher, dass hier schon wieder irgendwo welche herumstreunen müssten. Also Echsendeppen. Nicht? Nix? Keine Echsen? Trottel? Nein? Nicht? Nicht einer? Kein Bock? Nicht? Nein? Dann da drüben vielleicht? Oh! Ein rostiges Schwertelein. Na? Da ist niemand. Es will niemand mit uns spielen. Wie schade.
Wir gehen aber trotzdem mal da weiter. Weil ich jetzt schon langsam keine Ahnung mehr habe, wo wir die anderen Rüstungsteile herkriegen. Also gehe ich jetzt einfach mal in der Geschichte ein bisschen rum. Ach so, da oben. Die haben wir schon besiegt. Ne? Da oben war auch so ein Turm mit einem Vasallenring. Den müssten wir eigentlich. Das müssten wir eigentlich haben. Da habe ich nicht versagt, oder? Habe ich versagt? Ich glaube, die haben umgehauen damals, ne? Mit Mühe und Not zwar, aber ich bilde mir ein, es hätte geklappt. Ja, Skelette sind... Alter, Hund, ey. Ich werde noch sterben heute. Nicht nur im Spiel, sondern auch im echten Leben. Es ist nicht zu fassen, echt. Dieses Viech. So. Entschuldigung, dieses Tier. Es ist nicht mein Hund, also... Ja. Alter. Ich stirb noch weg. Boah. Heute lebe ich nicht mehr lang. So. Fein. Was könnte ich denn jetzt... Was können wir jetzt noch machen? Hier waren wir schon. Ich würde sagen... Haben wir die gemacht? Das ist echt doof, wenn man nicht mehr weiß, was man gemacht hat und was nicht. Ich hätte Notizen machen sollen. Aber mir kommt gerade ein kleines Erinner mich, wo ich gerade echt nicht weiß, ob wir das geschafft haben oder nicht. Da wäre nämlich auch noch Skelettrotteln gewesen. Oh, ein Wildschwein. Ja, hallo. Und? Tschüss. Oder fast tschüss. Boah, da hält das aus. So. Na. Ja, servus, Herr Krummel. Und zwar meinte ich da drinnen was vergessen zu haben, eventuell, oder vielleicht doch gemacht. Ich weiß es gar nicht mehr. Und ich habe gedacht, das ist jetzt was. Ich soll doch speichern. Fortsetzen. Und zwar meinte ich hier unten. Ob ich hier unten alles brav gemacht habe. Hier da. Das weiß ich eben nicht mehr. Ob wir uns hier den Ring geholt haben. Aber ich glaube schon. Ne? Da war sonst nichts mehr. War da überhaupt ein Ring? Ich glaube, ein Ring war, ne? Stimmt, da war sonst nichts mehr. Entschuldigung. Fehler von mir. So, Fehler von mir damals. Schon alles brav gemacht. Nicht schlecht. So. Dann können wir, wenn wir eh schon da sind... Huch, ich meine natürlich da rüber rauf. Rüber rauf, verstehst? Nicht rauf rüber, sondern rüber rauf. So, ja. So, ja. So, ja. Kein Respawn. Haben wir hier überhaupt die Erze abgebaut? Nichts. Hammer. Und was war da? Nix, ne? Levitieren da drüben. Habe ich das gemacht? Ich glaube. Vielleicht. Irgendwann mal werden wir es nachholen, wenn ich es nicht vergesse. Und dann sind wir auch schon wieder hier. Da waren wir auch schon mal. Gut. Jetzt sind wir schon wieder in Richtung des Druiden. Und ich denke, es ist auch gar keine dumme Idee, wenn wir mal bei dem Kerl vorbeischauen. Ich habe nämlich gerade keinen Schimmer mehr. Wo hier noch was sein könnte. Oh, ruck. Mal runterpurzeln. Ja, komm. Passt schon. So, da hat es noch ein Schwammerl, ein Mana-Pilz. Den nehmen wir auch mit. Da vorne ist auch, wieso habe ich den übersehen? Wahrscheinlich wegen die schwarzen Wölfe und dann wollte ich einfach nur mehr in Sicherheit sein und dann, ja,
habe ich das offensichtlich liegen lassen, ich Depp. Na gut. Dann hüpfen wir mal hier rauf. Gehen wir mal zum Druiden. Und fragen wir mal blöd nach, ob er noch was wissen würde. Ansonsten würde es noch Ruinen geben. Bei den Banditen, allerdings nicht, wo der Don gesessen ist, sondern oben beim Sumpf. Da gibt's was, da ist aber ein Ogre im Weg, das weiß ich. Und ich glaube ein paar Panzergrillen, die aber eh kein Problem mehr für uns darstellen. Hallo. Gib auf dich Acht. Schön, danke für den Hinweis. Ich benutze es dafür dein Bett. Bis zum nächsten Morgen schlafen. Wie gesagt, da habe ich keinen Plan, ob es da wirklich weitergeht. Aber das müssen wir testen, es hilft nichts. Dann würde ich sagen, auf ins Banditenlager. Das muss ich jetzt prüfen, was da oben war. Der Ogre wird mich wahrscheinlich schier verhauen, fürchte ich. Der wird... Es ist wieder finster oder was? Ach nein, die Sonne geht auf, glaube ich. Der Ogre wird mich zwar ganz schier verhauen, fürchte ich, aber das muss ich jetzt riskieren. Ja. Hey, stimmt es, was man sich erzählt? Ist die Hafenstadt wirklich wieder frei? Ja, sie gehört jetzt uns. Das warst du, nicht wahr? Ja. Danke, Mann. Gerne. Jetzt sind wir endlich an unserem Ziel. Nicht ganz. Du meinst die Tempelruinen und den Vulkan? Ja, da braut sich einiges zusammen. Aber ich glaube an dich. Du hast uns die Hafenstadt zurückgeholt. Du wirst auch das lösen, Hauptmann. Wir werden sehen. Bring mir etwas über den Kampf bei. Kannst du mich im Kampf unterrichten? Was konnte er denn schnell? Schwert, okay. Na, passt alles. Danke dir. Bill Smalltalk. Ja, sind doch nette Burschen. Man darf eben einen Menschen nicht immer nur nach dem Äußeren beurteilen. Man muss auch mal schauen, welchen Kern er hat. Oder sie. Wir könnten auch das Kraut wieder mal verkaufen. Ich glaube, das mache ich dann, wenn ich hier zu viel aufs Maul kriege. Und zwar da oben. Ich habe jetzt gerade echt ein bisschen Schiss. Probieren geht über Studieren, heißt es immer. Und theoretisch muss ich hier nicht klatschen. Theoretisch. Uah! Ja! Gut, ging gut, weil er langsam ist. Weil er langsam ist. Und zwar meinte ich dies da. Dieses da da. Schnell mal was trinken. Ein mittlerer dürfte reichen. Ja, und dann mal speichern wieder. Da tun wir gleich speichern tun. Habe ich gerade geladen, ne? Da habe ich wieder so schnell geklickt. Das war jetzt nicht so gescheit. Scheißendreck. Spiel, laden. Da hat er zu langsam rüber gedrückt. Dann besiegen wir ihn halt nochmal. Wahrscheinlich fehle ich jetzt wieder wie Sau. Das war jetzt wieder ganz schön. Super. Supi. Supi. Ja. Ach Gottchen. Dann halt nochmal. Als hätten wir die Zeit dazu, ne? Ja, natürlich. Trifft er mich zuerst. Na klar. Sehr Feli. Was ist sonst? Lief einmal gut und jetzt geht's 20 Mal schief. Mühselig. Ein bisschen. Es ist auch einfacher, wenn ich ihn an die Wand klatschen könnte. Ich werde es auch machen, glaube ich. Zur Wand drücken. Ja, es ist. Ja. Es ist wieder so typisch. Speichern, Spiel, da, ja, fortsetzen, richtig, du Doofi. Aber da gab es mal eine Quest mit Ogre, glaube ich auch.
Ja! Ich muss mal was trinken. Du bist ein Ludel. Scheiß Panzergrille, Ländige. Alter, du Saufiech. Ich hasse dich. Du ekelhafter Scheißoger. Mann, ey, das gibt's doch nicht. Ich hatte gehofft, wenn ich jetzt eine Panzergrille treffe, mit so einem aufgeladenen Schlag, dass auch gleichzeitig der Oger eine aufs Maul kriegt. Nein! Wieso denn? Ja. Ja, toll. So, okay. Das hätten wir mal. Dann wieder was trinken. Und einen kleinen noch dazu und dann wieder speichern. Zumindest, ich glaube, mich erinnern zu können, da drinnen gibt's, es müsste aber was für später eigentlich sein. Oder wieder laden, oder was? Er lädt schon wieder. Wieso macht denn das jetzt immer? Wieso machst du das jetzt immer? Warum? Das ist doch Troll. Das machst du doch mit Absicht, Spiel, oder? Das macht's doch mit Absicht. Das gleiche Problem, wie ich bei Gothic hatte. Komplett das gleiche Problem. Ich komme jetzt schon das Alter vom Spiel zum Duschen. Geh sterben. Hör auf damit. Alter, du Saufig. Ja, dann halt nicht. Ja! Halt doch so. So, her mit dem Zeug. Aber warum man von denen keine Flügel kriegt, das ist mir ein Rätsel. So, wir tun wieder speichern. Ja, brav, genau, speichern. Ja, genau. Wahrscheinlich bin ich gerade so aufs Laden drauf. Was soll's. Servus. Ja. Ich glaube, hier war eigentlich ein Verbindungstunnel, kommt mir vor. Und ich musste das hier später, glaube ich, mal machen. Glaube ich. Da wurde ich nämlich, glaube ich, mal hergeschickt werden. Aber das macht ja nichts, wenn wir jetzt schon mal ein bisschen was säubern tun. Ja, weil ich glaube, wenn man die Titanenrüstung vom Titanenlord beieinander hat, also wenn man alle beieinander hat, ne? Alle 7 Tassen im Schrank hat, dann schickt uns, glaube ich, noch wohin, bevor wir den Titanen, also den Feuertitan besiegen dürfen. Und dann müssen wir, glaube ich, hier ein paar Sachen sammeln. Was haben wir da? Ist das ein Ghoul? Nein, ein Echsentrottel. Ah, ich glaube, da gibt es ein Dingsstein. Der hat nicht, aber ich glaube, da bekommt man auch einen. Irgendwo, irgendwann mal. Was haben wir da? Das war, glaube ich, jetzt... Oh, eine Leiche. Eine Karte. Karte der Grotte unter dem Vulkan. Goldbrocken, Spitzhacke und Fackeln. Nehmen wir gerne mit. Eine Karte unter der Grotte. Also hier, ne? Das ist eine Grotte. Ist schon klar. Moment. Hä? Wer steht denn da? Ich bin gerade erschrocken, ich würde wieder laden. Wer bist denn du?
kriege ich dich endlich, Mistkerl. Bruder? Was machst du denn hier? Was ist das denn für eine selten dämliche Frage? Aber was erwarte ich auch von so einem Schwachkopf wie dir? Ich wusste, dass du früher oder später hier aufkreuzt. Und jetzt habe ich dich genau da, wo ich dich haben wollte. Dann lass es uns endlich zu Ende bringen. Nichts lieber als das. Du hast mir alles genommen, was ich hatte. Okay. Jetzt wirst du dafür bezahlen, du Schwein. Ich schneide dich in Streifen. Also, in Streifen ja. Und ich mache es die Stückchen. Wenn ich dich mal treffe, ne? Der blockt dich gar nicht so schlecht. Wow, ich muss mal zurück. Ein Stück. Ja. Ja, jetzt haben wir mal was getroffen, ne? Jawohl. Wow. Blocken. Ja. Oh. Nanu. Jawohl. Erledige Broker endgültig. Erfahrung plus 500, das ist schön. 250 Goldmünzen, zwei große Heiltränke, Mahlzeit und zwei Fackeln. Das Mahlzeit war gerade an einen bestimmten Menschen gerichtet. Ich habe kein Levitieren mehr. Hier kommt man fix nur mit Levitieren rüber. Ich hatte gehofft, hier einen Ruhestein zu bekommen. Ich muss in die Stadt. Wir müssen shoppen. Ich brauche Levitieren. Ich glaube nicht, dass wir noch eines haben. Eile, Telekinese, Witz, Illusion, Lichtzauber, Berserker, Magisch, Verwandlung, Skelett. Na. Wir müssen shoppen gehen. Es tut mir sehr leid. Was? Mana-Pilz. Wir müssen shoppen gehen. Habe ich schon gesagt, dass wir shoppen gehen müssen? Tut mir leid. So, nochmal schnell zurück. Aber ich bin ja selber schuld, wenn ich so verschwenderisch bin, ne? Böse Zocki. Ich bin echt eine böse Zocki. Aber ihr kennt es mir eh schon. Von dem her, ja, wisst ihr eh schon, dass bei mir Hopfen und Malz und alles dazwischen verloren ist. Gut. Wir gehen shoppen. Das heißt, wir porten uns. Wir porten uns, so, in die Hafenstadt. Da. Und gehen shoppen. Wie spät haben wir es denn? Warte, ich muss mal kurz auf das Uhrli glupschen. Auf mein schlaues Handylein. Oh, eine halbe Stunde circa noch. Dann ist mal für YouTube Pause. So, gut. Wo kriege ich jetzt das Heilglumpert her? Also, das hat Schriftrollenglumpert. Der Alchemist verkauft das nicht, oder? Ich schau mal da rein. Hallo! Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Na, der war nur Essen. Für die. Scheiße, ich hab das vergessen. Ich hab's vergessen. Sonst ist es nämlich bei den Banditen. Boah, nicht einen Kerzenleuchter stehlen, weil dann bin ich dran. Na, du bist ein Gimp. Du sollst mit ihm reden. Bitte. Ich brauche Tränke. Oder nehmen wir Tränke. Ja, Tränke wären auch nicht schlecht. Dass wir uns wieder mit Tränke eindecken. Die Beigattungen. Verstehst du? Die Beigattungen. Die beiden Gattungen, wollte ich sagen. Was haben wir denn anzubieten? Oh. Was könnt ihr denn noch haben oder brauchen können, tun? Da zwei Spitzhacken können wir ihm noch geben, einen Besen, damit kann er abends durch die Gegend fliegen. Für einen Menschen ist die Waffe viel zu groß. Die behalte ich noch. Ich war mir nämlich nicht sicher, was man von den Ogres braucht. Dieses goldene Klump und das Silberzeug können... Ah, die großen Schalen, Entschuldigung. Bokal. Jawohl, geht eh. Das habe ich schon gedacht, hä? Geht nicht? Gibt's nicht. Ja, viel ist es gerade nicht, ne? Das ist mir schon bewusst.
Da haben wir ein zweites von... Ja, okay, das ist ja gar nichts wert. Dann belassen wir so. Handeln bitte. Jo. Beenden. Ende. Dreck. Verzaubert Dings. Da gibt's kein Verzaubert Dings. Da muss ich nochmal zu den Banditen zurück. Es tut mir leid. Müssen wir sowieso. Aber wenigstens haben wir ein paar Tränke noch gekauft. Die brauchen wir eh sowieso auch. Ja. Dreck, verdammt. Dann hoffe ich mal, dass der was hat, der da oben. Ansonsten muss ich nämlich rauf zur Vulkanfestung und dort was kaufen. Weil da kriege ich dann sicher was. Aber mir wäre es jetzt ehrlich gesagt ganz, ganz lieb, wenn man... Warte mal, kam mit dir noch was? Es ist ungerecht. Ich hatte gehofft, dass der Don mich in die Hafenstadt mitnimmt. Tja, er hielt dich wohl nicht für wichtig genug. Soll dir doch deine Schadenfreude im Halse stecken bleiben. Geh weg. Ich will allein sein. Vielleicht ist was falsch. Entschuldigung, ich habe ja, vielleicht kommt noch was, ne? So. Die Wache. Ich brauche bitte. Bist du jetzt auch nur ein Alchemist oder zufälligerweise ein Schreiber? Du hättest dem Don die Stadt zurückerobert, ohne großes Blutvergießen anzurichten. Das ist gut. Als ich dich das erste Mal sah, zweifelte ich an deiner Vernunft. Ja, das habe ich gemerkt. Heute bin ich froh, dass ich mich geirrt habe. Weißt du, was sich in den unteren Gewölben dieses Tempels befindet? Weißt du, was sich in den unteren Gewölben dieses Tempels befindet? Also, nach den Inschriften der Wände dieser Vorhalle hier zu urteilen, handelt es sich um das Grab eines bedeutenden Priesters. Die Erbauer des Tempels haben sich intensiv mit schwarzer Magie beschäftigt. Mhm. Ich wäre an deiner Stelle äußerst vorsichtig, wenn du da unten hineingehst. Haben wir schon geschafft. Du hast recht, dieser Tempel ist ein Priestergrab. Du hast recht, dieser Tempel ist ein Priestergrab. Deinen Worten nach zu urteilen, warst du bereits unten. Ja. Ja, und das mit der schwarzen Magie war gar nicht so falsch. Ich freue mich, dass du diese Prüfung unbeschadet überstanden hast. Doch die größte Herausforderung wartet noch auf dich. Ja? Hier, nimm diese Gabe von mir. Ich hoffe, ich kann dir damit helfen. Danke. Kehre wohlbehalten aus dem Vulkan wieder zurück. Meine besten Wünsche begleiten dich. Danke. Bring mir was über Alchemie bei. Na, zeig mir die Ware. Zeig mir deine Ware. Deine Form. Ja, ich glaube, da haben wir Glück. Warte kurz. Levitation. Wie teuer ist denn das, wenn wir alle nehmen? Geht sie aus. Geht sie aus. Und die noch dazu, geht sie nimmer aus. Geht sie nimmer aus. Ich würde sagen, wir kaufen einfach mal das Zeug. Brauchen wir 11? Ich nehme 11 mit, ist mir wurscht. Ist mir wurscht. Das verkaufen wir auch. Das auch. Haben wir da 5, ne? 5? Gab es 6er oder 5er? Ich muss in die Questlog reinschauen. Darf ich nachher nicht vergessen. Ja, viel bringst du echt nicht zusammen zum Verkaufen, ne? Ende. So. Jetzt benutzt er den Dings. Ist ja wurscht eigentlich. So. Gehen wir weiter. Gehen wir es an. Schauen wir es uns an, was uns dort erwarten tut. Ich habe es ehrlich gesagt vergessen, aber ich bilde mir ein, es ist ein Verbindungsweg zur anderen Seite der Insel irgendwo. Irgendwie glaube ich, mich da irgendwie erinnern zu können. Vielleicht ist auch nur mein Erinner mich kaputt. Schauen wir mal.
Aber ich glaube, es gab hier auch das eine oder andere Aschebiest. Ich glaube sogar 4 oder so insgesamt. Die sind später überhaupt kein Problem mehr für uns, wenn wir... Ich glaube, mit der Titanrüstung bin ich da schon rumspaziert, glaube ich. Auf jeden Fall musste ich dann hier was erledigen. Aber es ist halt echt schwer. Es ist halt echt schwer. Wo könnten noch die anderen Dinger versteckt sein? Wir werden sie schon finden. Wenn wir alles sauber genug abgehen, werden wir das schon finden. So, auf jeden Fall mal heilen. Das passt schon mal. Und speichern. Für den Fall der Fälle, dass das überhaupt nicht geht hier, dass wir dann was anderes machen können. Telekinese, Levitation. So. So. Ich sehe Obsidian. Hallo, Saufich. Hallo. Ja. Ja. Na komm, machen hin. Machen kaputt. Sehr gut. Jawohl. Alter. Ich kann nicht mal auf die Seite hüpfen, ne? Alter. Alter. Gar keine Chance. Die sind wie Rammböcke. Unfassbar. Alter, das ist anstürmen. Und viel zu langsam. Ich mache zwar Damage, aber zu langsam halt, ne? Katastrophe. Aber die geben ordentlich Fleisch. Haben ja auch saftige Schenkel, ne? Trinken. So. Dann gehen wir das Obsidian abernten. Und dann brauche ich schon wieder Licht. So. Obsidian. Doing. Boing. Ding. Mehr ist nicht zu holen. Ja, das reicht uns schon. Ist hier zufällig noch so ein Vorkommen irgendwo? Für uns? Na, das schaut nicht so aus. Ich werde trotzdem speichern. Der 1er ist quasi jetzt tabu, ne? Dann werde ich den 2er, wo ist er denn? Da. Den 2er Spielstand nehme ich her. So. Fortsetzen. Ah, da sind noch mehr von diesen Kackviechern. Boah, Schiwiki. Alter. Es ist unglaublich. Weil blocken kannst du nämlich nicht. Mit dem 2er bei den Viechern. Alter. Ja, schon gut. Ja, schon gut. Darum betäubt man heutzutage auch die Viecher, ne? Ah, zum Schutze des Menschen. So, Lava, viel Lava. Ganz viel Lava, böse Lava. Aber irgendwo, ich bild mir ein, da gab es irgendwo noch einen Teleporterstein. Boah, so viele Skorpione, ne? Sollen wir was trinken? So viele Skorpionchens. Ich bild mir ein, da gab's was. Und da drüben war irgendwas. Ich weiß es doch noch. Das ist, glaube ich, nur eine Abkürzung gewesen. Hallo. Komm da her. Trau dich. Wow. Ich habe das abwehren können. Respekt. Hallo, hallo. Ja, ich höre die Aschebeste schon. Das blöde Kackviech. Das Viech ist hin. Da drüben rennt er rum. Ja, ja, schon gut. Wow, voll abgewehrt.
Komm her, du Saufig. Voll gefischt. Ja. Haha, nix erwischt. Nehmen wir alles schön mit. Da hinten ist noch so ein Skorpionchen. Ich hab's gesehen. Ein kleiner Heiltrank müsste reichen. Nehmen wir zwei. Ist überredet. Nehmen wir zwei. Und trotzdem nochmal Spiel speichern. Ja. Skorpionchen. Ja. Zack, zack, boing. Boing, boing, zack. Schau dir das an. Ein Mistvieh. Ja, der hat gesessen. Baut. Eine Schatztruhe. Ich tue wieder speichern für den Fall der Fälle, dass es hier wieder Fallen. Oh, ist wurscht. Dass es hier wieder Fallen gibt. Okay. Eine Schatztruhe. Aber mir kommt vor, es gibt hier einen Teleporterstein irgendwo. Dietrich ist abgebrochen. Natürlich ist er abgebrochen. Was sonst? Abgebrochen. Ja. Ach, und nochmal. Dafür so. Jawohl. Wir bekommen 112 Goldmünzen, ein Fläschchen, einmal die Eile, wieder Ersatzknochen und einen Kerzenleuchter. Supi. Aber in Silbern. Ja, das muss reichen. So, Obsidian ist hier zufällig. Nein. Aber hier hat jemand gehaust. Schaut mal, irgendwer hat da mal gewohnt. Wahrscheinlich auch einer mit so einer verbrannten Leiche wie vorhin. Das sind doch Betten. Bis sie eben von den Skorpionen überrascht worden sind, die Armschweine. Wer auch immer hier gelebt hat, ne? Der hatte kein schönes Schicksal. Mir kommt vor, da drüben ist was gewesen. Da vor allem, das da. Nein, nicht laden. Schön speichern, Schurke. So. Für die Aschebestie ist halt scheiße, ne? Wow, weg. Alter, du Sau! Entschuldigung. Was? Fuck. Ja. So, ich trinke mal was. Auf euer Wohl, ihr Lieben. Das ist gemein. Du Schwein. Ja, so ein Affen-Gorilla-Mischungs-Kackbratzenviech. Baum, 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 baum. Wow, biebke, baum, baum. Uia, karamba, la la la. La di da, wieso treffe ich nix? Fufu. Jawohl. Wow. Schön. Aschebestienherz. Habe ich das schon mal vorgelesen? Nur die stärksten Kämpfer sind in der Lage, so eine Trophäe zu erbeuten. Dann Bestienfell. Für ein solches Fell wird viel Gold bezahlt. Und 4 Ersatzzähne. So. Stimmt. Was trinken? Ja, wieder mal was trinken. Jetzt habe ich einmal den falschen Trank genommen. Ich wollte einen kleinen dazu nehmen. Speichern. Ja, gut gemacht. So. Ich kann mir gut vorstellen, wieder was anzuschießen oder mit Telekinese einen Hebel zu betätigen. Kann ich mir halt vorstellen. Die Winde, ich sehe dich. Winde, ich sehe dich. Das war ein Schuss in den Ofen. Nix. Ich sehe doch die Winde. Da, die da. Die prallt ab. Also der Pfeil prallt ab, sehe ich gerade. Jetzt? Yes.
Geht ja. Ah ja, da unten war ja auch was. Warte mal. Schön der Reihe nach. Zuerst oben, dann unten. Ah ja, stimmt. Halt, Entschuldigung. Ich weiß schon wieder, da oben kannst du nicht rein, weil die Tür verschlossen ist. Wieder mal. 112 Goldmünzen, dann einmal Levitation, dann Dietrich, dann Knochen und Kerzenleuchter. Nehmen wir alles gerne mit. Stimmt. Ein Pfeil, den nehmen wir auch wieder mit. Der ist ja abgeprallt an der Wand. Da habe ich ein paar verschossen tun. Da kann ich nicht rein. Stimmt, das war ja, es war ja ein Rätsel. Das Rätsel war, glaube ich, da unten drunten. Da kam man nämlich runter. Ich habe nur wieder mal vergessen, wie. Musste man sich hier runterpurzeln lassen? Ich habe eh gespeichert. Ja, geht. Klappt. Ich meine natürlich, Logo, klappt das. Das war ja mein Plan. Hui. Das war ja mein... Oh yeah. Mein Erinnere mich ist doch nicht ganz verkehrt. Habt ihr es gesehen? Habt ihr das gesehen? Da ist tatsächlich so ein blaues Dingens. Barrierefeld wieder. Das heißt, was ist hier versteckt? Richtig, ein weiteres Teil von unserer lieben Titanrüstung. Aber ich glaube, waren nicht an einer Stelle sogar zwei versteckt? Wo ich es mir gerade richtig vor allem, wo ich es mir gerade überlegen, du. Ich weiß es gar nicht. Magische Barriere. Auf jeden Fall machen wir die mal kaputt. So, zücken unsere Waffe, weil da wartet schon was auf uns. Die ersten Echsendeppen. Richtig. Wir speichern das wieder, weil wir das so brav gemacht haben. Hallo, ihr Deppen. Wie sie nicht auf die Falle steigen, ne? Diese Idioten. Ja, sind gar keine Idioten. Ihr seid auf die Falle gestiegen, der Depp, ne? Ja. Bam. Irgendwas haben wir getroffen. Ja. Boah, du Sau. Bam. Ja, ja. Du Mistfink. Ja. Ja. Irgendwas haben wir erwischt. Jawohl! Jawohl, fast hin. Ja, ja, du, genau, dich. Dich möchte ich anvisieren. Wow! Wir müssen laufen. Ich muss die 8 drücken, wenn ich das hinkriege. Irgendwie. Wow! Jawohl, einer schon mal hin. Jawohl, irgendwas haben wir erwischt. Oh. Du Sau. Ja. Jawohl, der ist auch hin. Oh. Ja. Wow. Wow, du Sau. Hey. Jawohl, okay, nicht so schlecht. Ja. Ja. Gut. Ja. Ja. Jawohl. Das war supi. Spiel. Speichern. Da, hier. Gut. Gut gemacht. Gut. Sehr, sehr gut. Wie viel Fleisch hat der? 3 gehabt? Okay. Ein paar Goldmünzen haben wir da. Richtig. Ein Tränkelein saufen tun. Ganz gescheit. Jawohl. So, haben wir's? Nichts mehr sonst? Schaut gut aus. Ich würde sagen, ein kleines saufen wir noch dazu. So. Wow. Ich würde sagen, Licht war auch nicht schlecht. Ich habe vergessen, Fackeln kaufen. Ey, du. Und die schwere Truhe. Wieder mit Schloss. Ja? Ja? Nein, verdammt. Jetzt aber. Wir bekommen eine Halskette, ein kleiner Heiltrank, Schaufel. Die Schaufel gilt als Stab. Das ist interessant. Ja, was denn sonst, ne? Obsidian und goldener Kerzenleuchter. Super. Nehmen wir alles gerne mit. Jetzt ist nur die Frage, wie können wir diese Kackfalle da ausschalten? Die geht nur bis auf den Keks. Ich höre schon irgendwo
Echsendeppen herumgrummeln. Aha. Schön. Da ist verschlossen. Eine, zwei Büsten brauchen wir wieder. Okay. Dann würde ich sagen, ja, fangen wir doch einfach mal hier an, oder? Ist da jemand? Nein. Eine Steinplatte, die muss ich auch mal alle einsetzen. Ah, ich verstehe schon. Ich komme schon dahinter. Kommt sie auch mit? Wenn wir die Büste runternehmen, geht hier die Tür zu. Das bedeutet, wir machen uns das jetzt ganz einfach. Und zwar mit dem Telekinese-Zauber. Da holen wir sie uns jetzt her, weil da bleibt sie nämlich offen. Warum auch immer. Tada! Siehst du? So macht man das. Na, was bist denn du? Ja, was bist denn du? Ja. Bist du eingesperrt? Oh, ich glaube, da kommt er gleich raus. Das ist verbunden, ne? Nicht. Doch, oder? Nein? Kann man das einschlagen? Ja. Dieser Stein sieht brüchig aus. Der grummelt komisch. Der hat Schnupfen. Der ist erkältet, die arme Sau. Oh, wie spät haben wir's denn? Entschuldigung. Ah, schau. Wenn ich kein gutes Zeitgefühl habe, dann weiß ich auch nicht. Ich habe aber etwas verspätet angefangen. Da habe ich mich auch gar nicht entschuldigt. Speichern tun wir da, genau. Ich habe nämlich noch meine drei Farbmausdamen versorgt. Und ich habe mit denen noch ein bisschen herumgetollt. Und habe dabei die Zeit übersehen. Entschuldigung. Ja, ich dachte, ich hätte noch ein paar Minütchen Zeit. Und, oh, hallo. Und da das wie immer so lustig ist mit den dreien, ja, beziehungsweise war nur Bianca auf momentan, die anderen beiden waren noch im Traumland. Ja, habe ich mich halt hinreißen lassen und habe wup gemacht mit ihnen. Nein, Level aufgestiegen und habe halt mit der Bianca ein bisschen, ja, gespielt sozusagen. Jo. Ich würde sagen, den einen davon klatscht man noch weg, würde ich jetzt vorschlagen. Und werden dann den YouTube-Part mal beenden. Für Twitch geht es natürlich gleich weiter. Ich werde nur die Aufnahme abbrechen und wieder neu starten. Abbrechen nicht, also ausschalten, wieder einschalten und dann geht es schon weiter, so wollte ich sagen. Aber zuerst kommst du noch dran, du Insekt. Sei ein Insekt. Na, Skorpione zählen zu der Familie der Spinnen, oder? Ja. Ich hab's vergessen. Zählen sie zur Familie der Spinnen oder sind das jetzt Insekten? Ich glaube eher Spinnen, ne? Glaube ich. Ah, ich höre wieder eine Aschebestie. Und ich sehe ein Nautilus-Löchlein. Jetzt ist die Frage, was zuerst? Ich würde sagen, zuerst mal da rein. Und dann das da. Oder umgekehrt. Wir werden es gleich sehen. Also, ihr Lieben, ich speichere das jetzt gleich mal. So. Und ich würde sagen, das war's mal für die lieben YouTube-Leute. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!